Entspricht so viel Lebensfreude der irischen Wirklichkeit? Ja, es ist einfach Tatsache, genauere Zahlen zu bekommen, ist natürlich schwierig, dass zwischen 30.000 und 60.000 junge Iren jährlich das Land verlassen. Das ist eine erschreckende Statistik. Langfristig ist das sehr schlecht für Irland. Kurzfristig findet die Regierung es vielleicht ökonomisch sehr passend, denn das verringert ihr Arbeitslosenproblem. Aber langfristig ist es schlecht für Irland. Die Leute hier haben eine ausgezeichnete Ausbildung, arbeiten zum Beispiel für die deutsche Industrie, arbeiten in technischen Berufen in Europa und den USA, überall. Wo immer wir als Band auftreten, treffen wir Leute, die Irland verlassen mussten, weil es da keine Arbeit für sie gab. Es ist offensichtlich, dass Dublin, ähnlich wie Nashville, Los Angeles oder London, ein Zentrum für Musik sein könnte. Die Stadt verfügt über sämtliche wichtigen Einrichtungen. Studios, Bands, die gesamte Infrastruktur, die vor 10 Jahren, als ich hier meine erste Band gründete, nicht existierte. Ich musste damals nach London gehen, weil es damals für eine Band aus Dublin unmöglich war, das von Dublin aus zu schaffen. Zwei Begriffe aus der Bar.